Du, Maja? Ja, Willi? Manchmal habe ich das Gefühl, unser Bienenstaat ist in Wirklichkeit nur eine GmbH. Aber Willi, wo hast du denn das her? Aus dem Hagelnetz? Unsere Bestäubungen sind weltweit jährlich 70 Milliarden Dollar wert. Aber Willi, wir sind doch wie Künstler. Ohne uns wird's still. Nein, ich meine, wir arbeiten nicht für Geld, sondern weil es uns Spaß macht. Deshalb tanzen wir doch den Weg zum Ich Nektar. weiß nicht, Maja, wir hätten lieber zu Hause in der Quarantäne tanzen sollen. Hast du nicht von der großen Fluginsektenpandemie gehört? 3/4 von uns sind schon tot. Aber Willi, das ist doch schön. So bleiben die Windschutzscheiben der Menschen viel sauberer. Und auf unseren Bauern können wir vertrauen. Er ist eine integrierte Persönlichkeit und genauso wie wir. Er tut, was man ihm sagt und ist fleißig. Ja, beim Spritzen. Aber Willi, die Menschen tun doch für ihre Gesundheit alles. Das haben sie doch gerade bewiesen. Es gibt bei uns keine toten Bienen. Nur mundtote Imker. Ach Willi, du willst dich doch nur vor dem Betäuben drücken. Vor dem Bestäuben, meine ich. Sag, Willi, hast du auch manchmal solche Aussetzer? Nö. Nass und flachmausig liegen, Haja. Wo war genau noch mal unser Bienenstock? Habe ich vergessen. Ist egal, wir bleiben einfach hier sitzen. Unser Bauer wird uns schon bestimmt retten. Ist gut, Maja. Ich meine, die Menschen sind ja nicht blöd. Die kleine Maja möchte gerne aus dem Apfelparadies abgeholt werden. Die kleine Maja, bitte abholen. Naja, ich hab dich immer geliebt.